Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play Animal Crossing Wild World, ein Spiel vom Jahre 2005 bis 2006, bis es dann anschließend die ganze Welt endlich spielen konnte auf ihre tragbare Konsole. Man hatte sowas ähnliches aber meines Wissens nach auch auf dem Gameboy versucht, hat aber nicht wirklich funktioniert. Daher wurde das dann mehr oder weniger ein Zusatz zum Animal Crossing Gamecube-Teiler. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das alles stimmt. Ihr könnt mich in den Kommentaren gerne korrigieren, sollte ich damit falsch liegen. Ich habe nur mal mitgekriegt gehabt, dass ein Gameboy-Teiler quasi mit dem Gamecube-Teiler quasi erscheinen sollte. Und das hat wohl irgendwie nicht so wirklich funktioniert. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ja, ich würde sagen, wir werden auch hier gleich starten. Ja, wir werden hier auf jeden Fall starten. Hallöchen! Du willst bestimmt spielen, nicht wahr? Natürlich wollen wir spielen. Und wir machen ein neues Spiel. Hier im Let's Play muss ja alles neu sein. Willkommen an Bord. Hilf den alten Seemann auf die Sprünge. Heute ist der 19. Oktober 2016. Und die Uhrzeit, es ist doch 20.59 Uhr. Ja, ist richtig. Ist okay. Nehmen wir mit hin. Eigentlich 21, aber so. Alles gut. Danke. Diese Uhr traue ich nicht. Sollte sie Haien zuwerfen. Ja, das kannst du tun, aber ich will dann in dem Moment nicht dabei sein. Da wir das gerade Haie haben, die konnten auf der Straße schwimmen. Es regnet einfach keine Barmen. Nee, also wirklich. Sei froh, dass du nicht auf hoher See bist, denn da ist es schlimmer, mein alter Freund. Ja, weißt du, ist okay. Harr, ist es schade, gerade wo du diese weite Welt hier hast. Harr, Moment mal, du kleiner Landkröte. Wie heißt du überhaupt? Wie heiß ich denn? Wie heiß ich denn? Wie soll ich denn heißen? Nimm meine Kurzform wieder mal, weil es einfach immer passt und Animal Crossing hat einfach nicht so viele Buchstaben. Was nicht unbedingt vor oder nach auch kein Nachteil ist, ne? Arr, DLP92, jo. Der Name, ja, DLP92, passt zu dir, arr. Jo, ist echt hart, weißt du. Arr. Hart klingen ist nicht hart sein, wie die alte Schildkröte sagt. Aber egal, ist ein ordentlicher Name für einen kräftigen Burschen. Ja, genau, ist es auch, ne? Ich fahre hier ziellos herum, wie ein besoffener Steuermann. Sag doch mal, wo willst du eigentlich anlegen? Ich würde gerne in die Gamerstadt einlegen. Wenn das okay für dich ist. Also mache ich es einfach mal ganz spontan. Ich weiß, ich könnte natürlich auch das Touchscreen nutzen, aber... Das passt nicht hin! Das ist so... Boah, glaub mir, das ist so furchtbar. Dann nenne ich es... Ach komm, so. Game City! Reicht aus! Burr! Arrrr! War nur ein Witz, Kleiner! Game City, stimmt's? Hm, ja. Sag mal, DLP92, warum setzt du Kurs auf Game City? Alter, eigentlich ist das meine Sache. Ja, aber ich weiß nicht, was soll ich das jetzt sagen? Ich sag einfach, ich zieh um. Du ziehst um? Ja, DLP, hast du Flügel bekommen? Arr, ich muss fragen, warum sollte ein kleiner Mann wie du Game City wählen? Ist zwar ein netter Sörchen, aber es ist auch am Ast der Welt. Und da nehmen wir jetzt mal wirklich Ast. Ast der Welt. Immer schön kinderfreundlich sein, ja. Das wissen wir ja, dass ihr das seid. Nintendo.
Was also gefällt dir so sehr an Game City, dass du unbedingt dahin willst? Strand, Rathaus, Einkaufen, Stadttour, Museum. Ich nehme den Strand. Schon allein, weil ich so gerne wieder mal am Strand will. Was heißt wieder? Das ist schon eine Weile her, dass ich wirklich mal am Strand gewesen bin. Zu lange her. Will ich nicht drauf eingehen. Ja, harr, verstehe. So denken wir Männer. Harr. Ja, guck mal, ja, kannst du auch meine Gedanken lesen. Das ist klar. Ich will ja nichts ablenken, DLP, aber du siehst nicht gerade aus, als ob du viel Geld dabei hättest. Hast du denn genug, um hier zurechtzukommen? So in etwa. Ach, mach dir keinen Kopf, wenn du nicht genug Kohle für die Fahrt hast. Lasse ich dich lieber mein Taxi mit meiner Zauberbürste stroben. nee, lass mal. Arr, na, da. Sieh hin dort, Game City, ho. Wir können andocken. Hey, sieh doch mal, dann. Sogar der verflixte Regen hört er langsam auf. Wird doch Zeit. So kommen wir wenigstens trocken an. Ist doch auch was Schönes. So kommen wir trocken und sicher an. Arr, bei Neptuns Batte, Landesicht. Willkommen im Game City. Wenn du Fragen hast, gehst du am besten ins Rathaus. Gleich dort drüben. Arr, alles klar? Viel Glück wünsche ich dir, DLP92. Wir sind schon am Land, du brauchst nicht unbedingt nochmal anlegen. Aber der erinnert mich jetzt gerade an den von Super Smash Bros. Ich weiß nicht wieso. Das ist ja ulkig. Das passt ziemlich gut hier. Ehrlich, das passt ganz gut. Also, das hier ist das Rathaus von Game City. Nun, was kann ich heute für dich tun? Ja, weißt du, ich bin hergezogen, aber ich kam auch mit dem Taxi. Oh, du meine Güte. Du musst DLP92 sein, nett dich kennenzulernen. Ich heiße Penny. Ich bin hier im Rathaus deine Ansprechpartnerin. Tom Nook war so nett und hat mir alles über dich erzählt. Er sagte mir, er möchte alle neuen Bewohner willkommen heißen. Deshalb hat er eine Bleibe für dich bereitgestellt. Natürlich ist sie bescheiden. Tom Nook ist neuerdings ziemlich in Geberlaune, muss ich zugeben, ne? Nun, dann sicher willst du dein neues Haus gleich sehen. Also, das ist das hier. Ja, nettes Örtchen. Nun, DLP92, verwende diese Karte, um dein Haus zu finden. Oh, warte, weißt du überhaupt, wie man die Karte aufruft? Ja, eigentlich schon, aber komm, für die Hürde kannst du es gerne nochmal erzählen, ne? Ist ja nicht so, dass wir das Let's Play so schnell wie möglich beenden wollen, ne? Öffne die Karte, indem du den Pfeil oben auf den rechten Touchscreen antippst. Tippe auf das Haussymbol im oberen Bereich an. Du kannst hierzu auch den X-Knopf auf deinem Nintendo DS drücken. Dann ist alles klar. Tschüss und komm bald wieder. Ich hoffe, dass wir bald wieder uns wiedersehen. Du scheinst eine nette Persönlichkeit zu haben. Freut mich, dich kennenzulernen, Penny. Ja, die scheint wirklich nett zu sein. Aber warum bin ich bitte schön? Das ist echter Zufall, dass ich gerade den hier spiele, weil ich habe jetzt öfters mal versucht, ich habe öfters versucht, hier aufzunehmen und das hat nicht wirklich geklappt. Jetzt auf Zufall kriege ich den. Also wenn jetzt alles klappt, dann, boah, mehr als nur ein Zufall, krass, ey. Ja gut, wir wollen die Karte aufrufen und ich habe jetzt keinen Bock, das Touchscreen zu... Apropos Touchscreen, es ändert sich tatsächlich ein kleines bisschen, mit dem Touchscreen kann man natürlich auch bewegen. Oben links seht ihr, dass dann das Touchscreen, der Stift angezeigt wird und dann sehen wir, dass wir hier quasi mit dem Stift rumlaufen. Ist aber nicht unbedingt meine Lieblingslenkung, muss ich zugeben. Schreibt mal doch mal, was eure Lieblingslenkung in Animal Crossing ist. So, jetzt nehme ich natürlich das Steuerkreuz. Das ist mir viel, viel lieber. Ja, das ist mir wirklich viel lieber. Okay, ich wollte ja die Karte aufrufen.
bin vielleicht einer. Nee. Also, wo war unser Haus? Ach so, das unten Wasserblick. Das ist ja ganz in der Nähe. Das ist gut. Das ist schön in der Nähe. Mit einem blauen schönen Dächschen drauf. Das ist schön. Das gefällt mir. Das gefällt mir doch. Ich hoffe, euch gefällt's auch. Und wenn nicht, mir egal. Ist auch eine schöne Kerze. Machen wir doch mal an. Ah, schön beruhigend hier. Okay, genug gesehen. Gibt ja nicht viel zu sehen hier, ne? So, der ein oder andere wird sich sicherlich jetzt ebenfalls fragen, das möchte ich nämlich nochmal erwähnen, warum ich gerade nur ein Bildschirm hier aufzeige. Nun ja, ich denke mal, der Animal Crossing kennt, der weiß, dass der obere Bildschirm nichts bringt. Gar nichts! Er zeigt im Großen und Ganzen nur den Himmel und die Tageszeit des Himmels. Zurzeit ist bei mir ein Mond und ja, das ist wohl logisch, denn ja, ihr habt ja ungefähr die Uhrzeit gesehen. Da hinten im Hintergrund läuft auch noch jemand. Wie gesagt, ich habe heute überlegt, ich versuche es einfach mal so zu machen. Ich könnte es natürlich auch machen, dass ich beide Bildschirme mache, aber was interessiert denn mir bitteschön gerade der Mond? Der würde nur im Weg stehen. Ja, da haben wir doch viel mehr von, wenn wir davon den unteren Bildschirm was sehen. Hey, du da drüben! Ja, hallo? Du bist doch DLP92, nicht wahr? Der junge Mann, der dieses tolle Haus bestellt hat. Oh, ich bin froh, dass du noch rechtzeitig es geschafft hast. Na, was denkst du? Sieht gemütlich aus. Rustikal, meine ich natürlich. Ja, du weißt nicht so. Du wirst doch schnell daran sich gewöhnen. Keine Sorge. Darf ich mich vorstellen? Ich heiße Tom Nook. Ich bin hier der Besitzer des Ladens. Nebenbei bin ich auch der Bau- und Umbau... bei Umbau und Bau... Bau-Umbau-Rest tätig. Ich habe dein Haus genauso gebaut, wie du es bestellt hast. Deshalb darf ich wohl annehmen, dass es auch bezahlt wird. Dass du es auch bezahlst, ne? Ja, bezahlt ist, sonst werde ich sauer. Wenn du es abbezahlt hast, gehört es einzig und allein dir, DLP92. Ach ja, natürlich, die Kosten haben wir noch gar nicht besprochen, weißt du? Nun, der Gesamtpreis beläuft sich auf lappische 19.800 Dennis. Der ein oder andere wird jetzt wahrscheinlich denken, warum ist das eigentlich so teuer und warum läuft da gerade eine Piñata rum? Entschuldigung, sah so aus wie eine Piñata, war keine Piñata. Ja, also die hohe Anzahl, denke ich mal, ist so ähnlich wie die Yen-Zahl. Ja, also die Yen waren auch nicht so groß und das sieht wirklich fast aus wie so eine Piñata-Maske. Vielleicht ist da auch im Wrestling tätig? Ich weiß es nicht. Fällt mir nur gerade auf. Ja, also wie gesagt, ich glaube, das ist so an die Yen angezogen. Daher würde ich schon sagen, ist das wahrscheinlich ein Preis, der sich sicherlich okay sagen lässt, ja? Also, wir werden ja noch umbauen, dann wird es noch mehr kosten und noch mehr kosten. Furchtbar. Aber ich sag mal so, nee, das ist für mich so in der Euro-Szene einfach zu teuer. Du sprichst doch Deutsch, also wirst du auch wissen, dass das nicht gerade so günstig ist, ne? Wucher! Ohoho, mach dir keine Sorgen. Ich würde doch niemals verlangen, dass du... Mann, die Piñata läuft hier hin und her. Der sieht doch aus wie ein Piñata, oder nicht? Was macht der eigentlich da? Der lenkt mich total ab. Ich würde doch niemals verlangen, dass du es auf einmal bezahlst. Jedes Mal, wenn du dich in dein Bett auf dein Dachboden legst, wird es gespeichert. Zahle deine Schulden einfach jeden Tag Stück für Stück im Rathaus ab und nicht mehr. Ich muss heilen. Keine Sorge. Nur keine Sorge. Wenn du etwas über das Geld verdienen wissen willst, erzähle ich es dir gerne. Also eigentlich könnte ich es dir erzählen, aber durchs Erleben bleibt es besser im Gedächtnis als durchs Zuhören. Warum nimmst du nicht deinen Teilzeitjob in meinem Laden an? Hm? Ja, du verdienst etwas Geld und lernst so die Stadt kennen. Ist doch genial. Ja, ja, eine tolle Idee. Absolut genial. Oh ja, es ist abgemacht. Komm doch später bei mir im Laden vorbei.
Und wenn du nicht weißt, wo er ist, dann schau dir die Karte an. Na, befinden sich das ganz einfach. Wollte ja nicht erklären, wie es geht. Das hat Stumpelli getan. Ja. Also, daran, dann, ich werde auf dich warten im Laden, ne? Komm vorbei. Und gib dein Geld bei mir auch gerne aus. Nee, weiße. Heute nicht. Es ist viel zu dunkel heute. Er ist gerade runtergegangen. Okay, aber ich habe rausgefunden, dass er jedes Mal runtergeht. Ja. Er ist runtergegangen. Und wo ist sein Laden? Hier. Er ist diese Strecke runtergegangen. Er ist nicht quer gegangen. Er ist runtergegangen. Alles klar? Sehr schön. Haben wir das auch geklärt? Dann wollen wir doch mal gleich mal gucken, ob er uns überhaupt reinlässt. Ich meine, es ist ziemlich spät und viele Läden haben zu. Aber gut, eigentlich bei den Aufgaben müsste er es eigentlich machen. Oh, hast du doch, dich doch noch entschieden, hier mal aufzutauchen? Wir haben uns gerade vor 1 oder 2 Minuten gesprochen und du fängst an zu meckern. Hast auch nichts Besseres zu tun. Du bist ja schlimmer als jeder andere Geldgeize. Ich habe mich schon gefragt, ob du dich jemals, dass ich dich jemals sehen werde. Junge, ich glaube, du hast ein Kurzzeitgedächtnis, oder? Ja, ich glaube schon. Zumindest kannst du die Zeit nicht auswendig. Alles klar, dann legen wir los. Zieh als erstes mal diese Arbeitsuniform an. Zu den Informationen, jeder, der hier arbeitet, muss sowas tragen. Das ist klar. Sag einmal Bescheid, wenn du dich umgezogen hast und bis du fertig bist. Ja, aber du darfst nicht gucken. Guck nicht. Du sollst nicht gucken. Habe ich gesagt, du sollst gucken? Schämt er sich denn eigentlich nicht? Der will mir auch noch zugucken. Nee, dazu sage ich nichts. Ach nee, das war die Karte. Y war ja das mit dem Menü. Nein. Anlegen. Geht schneller. Ach, ablegen. Ups, ich habe anlegen aus Versehen. Mein Fehler. Ja, aber so kann man natürlich seinen Arbeitsbeginn immer beginnen. Ne? Seine Uniform gleich an die auf den Boden werfen. Das ist nichts Schlimmes. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Und die Uhrzeit geht hier wohl nicht so gerade richtig? Doch. Doch, die geht richtig. Ich bin jetzt total verwirrt. Na, egal. Dann können wir es doch nicht so anlegen. Ich dachte, das könnte man, aber das geht nicht. Ja, machen wir es so. Ja, und was ihr halt verpasst habt, er hat sich halt nur umgezogen. Mehr habt ihr nicht verpasst. Das ist halt, das obere Bildschirm ist einfach wirklich nicht so nötig. Ja, ja, es sitzt ja wie angegossen. Da wir das hinter uns haben, gebe ich dir doch gleich eine Nahrung. Oh ja, als erstes pflanzt du ein paar Bäume und Pflanzen um meinen Laden. Ja, das muss schön sein. Säubere und ansprechende Umgebung wird meinen Laden noch attraktiver machen. Ich verlasse mich auf dich, dass du die Umgebung charmant gestaltest. Gib mir einfach Bescheid, wenn du fertig bist, okay? Ne? Okay, ja, mache ich. Kein Problem. Ist okay. So, er will ein bisschen geschmeidiger hier haben. Das können wir gerne einrichten. Ach, jetzt habe ich schon wieder... Ach nee, das war richtig. Pflanzen. Kann man nur auf den oberen Bildschirm sehen. Finde ich schade. Immerhin, oh, jetzt habe ich wieder das Falsche gedrückt. Schon lange kein Animal Crossing gespielt. Man merkt's. Naja, es reicht ja, wenn ich es sehe, ne? Ihr seht ja am Ende das Ergebnis. Das ist schon wieder falsch. Jetzt. Wisst ihr was? So, fertige Siegkiste. Das dauert mir sonst zu lange. So. Weißt du was, ich baue hier auch noch ein paar Blumen hin, dann wird es noch schöner und ich habe es wieder falsch gemacht. Sehr schön. Hier setzen wir noch einen Baum hin. Ja, machen wir hier auch noch einen Baum hin, ne? Diesmal drücke ich das Falsche. So, auch hier noch mal ein Bäumchen hinsetzen. Und weil wir noch von Bäumen nicht genug bekommen haben, setzen wir hier in dem Nissenladen noch ein Bäumchen hin, ne? Pflanzen. Sehr schön.
Reicht dir das aus, Nuki? Ist das okay so? Gibst du mir jetzt das Okay dafür? Alles gut soweit? Und hast du die Umgebung einen neuen Charme mit den Pflanzen verliehen? Ich muss mich wohl auf dein Gefühl und für das Stil verlassen. Was, TLP92? Also, was kann ich dir als nächstes angeben? Oh, wie dumm von mir. Etwas ist mir komplett entfallen. DLP, du musst doch gerade erst, du bist doch gerade erst in Game City angekommen, oder? Nun, hast du dich schon allen Bewohnern von Game City vorgestellt? Ich sag dir was. Du hast so hart gearbeitet. Ich gönn dir eine kleine Pause. Nutze sie, um dich bei den Nachbarn meiner Kunden vorzustellen. Vergiss nicht zu klopfen. Du willst ja niemanden erschrecken. Oh, vergiss nicht, dich beim Bürgermeister vorzustellen. Er spaziert in der Regel in der Nähe des Rathauses. Such ihn also am besten dort. Also gut, mach dich jetzt auf den Weg und nicht trödeln. Ich dachte, ich habe eine kleine Pause verdient. Da darf ich wohl trödeln. Ist das nicht einer? Kann mir mal einer sagen, was das für einer ist? Nicht trödeln. Aber ich darf eine kleine Auszeit nehmen. Alles klar. Alles klar. Aber ich würde sagen, ab dieser Stelle werden wir erstmal das Projekt beenden. Wenn es euch gefallen hat, Daumen zeigen, kommt da Feedback. Ich würde mich freuen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder bei Animal Crossing Wild World dabei. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es ebenfalls in die Kommentare. Ich denke mal, das könnte auch ein etwas längeres Projekt werden. Ich hoffe es doch mal. Denn Animal Forest hat jetzt nicht so lange gedauert. Ich habe da nur das Tutorial fertig gemacht. Dann habe ich auch schon schlicht gemacht. Dann hatte ich irgendwie die Lust verloren. Ich hoffe, dass das bei diesem Projekt nicht passiert. Ja, das Tutorial haben wir ja noch nicht ganz durch. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal dabei. Und ich hoffe, ich kann auch speichern. Denn bei der N64-Version war das nicht der Fall, dass wir das machen konnten. Naja gut, ich bedanke mich und sage Tschüsschen.